Hi Leute, ich bin Katja Kressowitz und ich bin hier bei Dislike, weil ich ein paar Hater-Kommentare vorlesen werde und ich freue mich schon ganz drauf. Pube Ducks, ich krieg schon bei dieser Begrüßung AIDS. das ist natürlich traurig für dich. Aber ich liebe die Begrüßung, weil ich sage immer, ich sitze hier so geil da und ich finde es immer noch übertrieben geil. Ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt sage, aber hab's ja nicht gemacht. Podracers, ihre Mucke klingt, als hätte sie spermatösen Schluck auf. Das Ding ist, es klingt nicht so, es ist so. Ich habe spermatösen Schluck auf. Von so viel Sperma in meinem Mund muss ich ja auch irgendwann Schluck auf kriegen. Das ist einfach voll. Ich habe sogar übertrieben Halsschmerzen und kann deshalb heute auch nicht so laut reden. Verkackt. Schreibt, Katja wird nie weg sein, denn Plastik ist biologisch nicht abbaubar. Den habe ich auch mal gebracht. Ich habe mal gepostet, dass wenn ich tot bin, dass ich nicht komplett weg bin, sondern dass meine Titten halt noch da sind. Und das finde ich eigentlich ganz chillig. Man kann es sogar wiederverwenden, glaube ich. Adi XXX. Kann wetten, das ganze Dislike-Team hat sie danach durchgenommen. Seid ihr bereit dafür? Scrap Edits schreibt, also die anderen Lieder konnte man ja noch anhören, aber das geht nicht, da bekomme ich Tourette von. Das Ding ist, dann hör dir halt einfach die anderen Lieder an, wenn du die streamst, habe ich auch was davon, ob du jetzt die neuen Lieder nicht streamen willst. Ich weiß zwar nicht, welches Lied du jetzt von den neuen Songs meinst, aber ich find's geil. Ali Salami schreibt, oh Gott, und mit sowas hat diese Barbie-Puppen-Fehlerpressung auch noch Erfolg. Ja, das ist es halt einfach, diese Barbie-Puppen-Fehlerpressung. Pressung hat auch Erfolg. Und ich mache auch noch eine Fehlpressung von mir als Puppe in die Box. Also geiler geht's nicht. Bruder, Loredana, ich habe mich nie ausgezogen für die Klicks. Katja, hold my bra. ich habe mich auch nie ausgezogen für die Klicks. Ich ziehe mich sogar an für die Klicks, weil ich hätte gar keine Klicks, würde ich mich so zeigen, wie ich bin, also nackt, weil das will YouTube nicht. Ich ziehe mich an für die Klicks leider. Bin trotzdem zum Glück noch halb nackt und kann meine Titten in die Thumbnails pressen und in die Videos, aber dennoch muss ich mich anziehen für die Klicks. Tonja Richard schreibt, alle regen sich darüber auf und ich frage mich, wie sie sich das mit ihren Fingernägeln selber machen kann. Naja, ich habe ja jetzt kurze Fingernägel, aber das hat gar nichts damit zu tun, weil man benutzt ja auch Spielzeuge dazu. Und das ist egal, wie lang die sind. Man kann alles damit machen, als ob man sich dann so zerkratzt. Also man kann es machen. Und man kann es auch vor allem anderen machen. Bekannter, Unbekannter, als hätte man ihr Gesicht in einen Sandwich-Toaster gedrückt. Kein krasser Diss. Vor allem das Ding ist ja auch so oft, wie ich operiert wurde, dann würde man das ja eh gar nicht mehr erkennen. Unausgesprochen, die einzige Frau im Rap-Game, die Titten hat, Schwester Eva, Juju und Nura, bereiten sich schon mal Diss-Tracks vor. Alle davon mag ich und mögen mich, also würde mich keiner davon dissen. Das Einzige, was wir machen würden, wäre ein Porno. Und den würdest du dir sogar kaufen. Von daher. Magic schreibt, wer hat denn die Apfelringe in ihre Lippen gestopft? Meine Lippen waren wirklich verkackt und habe ich die nochmal neu gemacht. Das ist bei mir immer so. Aber reingestopft ist da leider nichts. In meinem Mund wird viel reingestopft, aber nicht in die Lippen. Funny Bros TV schreibt, ich freue mich schon, wenn sich Monty wieder aufregt. Bei Monty verstehe ich eh nicht, warum er sich aufregt. Er dreht mit Pornostars. Sein Cutter cuttet Porno-Videos. Und dann regt er sich über mich auf. Klar, ich bin übelst versaut. Klar, ich bin bla 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 schlecht. Aber im Endeffekt macht er Videos mit Pornostars und macht selber Videos für Klicks, wo er sagt, ich und meine Freundin beantworten sexuelle Fragen. Also Monty, reg dich gerne über einen Menschen auf, der halb so schlimm ist wie du, aber Tom, SGT Store und ich melde jedes deiner Videos. Das ist wunderschön, dass du die Zeit für mich so nimmst. Mach weiter, mach einfach weiter, gönn dir. Listenmacher, die denkt an Philipp Amthor, während sie sich ein Vibrator in Form von Pinks Nase unten reinsteckt. Ich habe ja Philipp Amthor halt ein sexuelles Angebot gemacht und ich weiß, dass er ja sagen würde, aber nur nein sagt wegen seinem Ruf. Und ja, ich denke sehr oft an Philipp. Philipp, wie gesagt, komm vorbei bitte. Kackentäter schreibt, SSIO halb Mensch, halb Nase, Katja halb Titten, halb Fotze. Das ist geil, das feiere ich. Das könnte ich sogar in einen Track bringen, weil ich sag ja auch, erst die Palmen, dann die Titten aus Plastik und jetzt Katja halb Titten, halb Fotze. Sehr gut. Bier geht auf mich, wenn die Alte bald Pornos dreht. Und hier sind auch noch die Likes drauf. wer weiß, ob ich das mache. Bin ich mir übelst unsicher, weil es klappt ja auch vor allem mit Musik so gut. Ja auch für meine Songs anzuhören. So, das war's dann auch wieder mit den Kommentaren. Die
Die waren auf jeden Fall sehr geil, aber ich bin sowas sowieso gewohnt. Und wenn ihr euch noch mehr Disse angucken wollt, hier geht's zu weiteren Videos und abonniert auf jeden Fall den Kanal und gönnt euch und geht auf meinen Kanal und gönnt euch. Bis dann.